Fast 2 Wochen sind seit dem Mord an der litauischen Studentin Gabriele Z. in Mannheim vergangen. Die Polizei hat nach wie vor keine Spur. Der oder die Täter sind auf freiem Fuß. Junge Mädchen und Frauen, die im Stadtteil Jungbusch unterwegs sind, sind auf der Hut. Wir haben uns mit einer Studentin unterhalten. Thea ist Studentin an der Uni Mannheim. Die 24-Jährige läuft häufig an der Stelle vorbei, an der Gabriele starb, weil sie hier ganz in der Nähe wohnt. Zum Feiern oder zur Uni, es ist nun mal der kürzeste Weg. Eigentlich fand ich es immer ein bisschen gruselig, aber meistens war ich nicht alleine und dann ist es einem einfach nicht so aufgefallen. Man läuft einfach hier durch, man kennt sich hier aus, man fühlt sich sicher. Aber ja, wie soll ich sagen, seitdem bin ich eigentlich nicht mehr langgekommen. So geht es nicht nur ihr. Forderungen werden laut, der Weg solle sicherer werden. Nicht betriebene, vielleicht sogar kaputte Straßenlampen machen alles noch viel düsterer. Man fühlt sich unwohl. Obwohl die Bahnstation Rheinstraße gleich um die Ecke ist, wirkt das Viertel verlassen. Man ist vorsichtiger geworden. Man beschäftigt sich mit dem Thema. Ganz viele meiner Freundinnen haben sich jetzt auch Pfeffersprays gekauft. Ich persönlich bis jetzt noch nicht. Eine hat sogar erzählt, dass der Laden gestern sie das letzte gekauft hat, dass alle ausverkauft waren. Die Polizei führt Zivilkontrollen im Bereich des Tatortes durch, bei der sie freiwillige Speichelproben nimmt. Mit einem Fragebogen wird geklärt, wo sich die Männer zum Tatzeitpunkt aufgehalten haben. Die Hoffnung auf einen Zufallstreffer. Wir haben nun mal bei der Stadt Mannheim nachgefragt, ob man aus dieser düsteren Ecke nicht eine etwas hellere Ecke machen könnte mit mehr Licht. Und da hieß es heute, es habe nach der Tat eine Begehung gegeben, die ergeben habe, dass die Beleuchtung ausreichend sei. Die schreckliche Tat überschattet nun aber nicht nur das Nachtleben der Mannheimer Studenten. Auch an der Universität ist der Alltag noch längst nicht wieder eingekehrt. Das Schicksal ihrer Kommilitonin ist nach wie vor Gesprächsthema bei den Studierenden. Betroffen und beunruhigt sind alle, besonders die Frauen. Tatsächlich stark belastet und geschockt sind aber diejenigen, die Gabriele kannten, mit ihr in Vorlesungen saßen und Seminare besuchten. Hilfe fanden sie in der psychologischen Beratungsstelle des Studentenwerks. Dr. Gabriele Benzberg führte mit den trauernden Studenten und Studentinnen wenige Tage nach dem Mord Krisengespräche. Ein Problem ist die zunehmende Angst, jetzt gerade bei jungen Studentinnen, die jetzt wirklich befürchten, sie würden auch überfallen, wenn sie abends über die Straße gehen, die einfach jetzt ein allgemeines Gefühl von Unsicherheit haben. Und vereinzelt wird auch von Schlafstörungen berichtet. Das ist so die eine Seite. Und was vereinzelt auch geäußert wird, das ist auch typisch nach solchen Ereignissen, so etwas wie Schuldgefühle, die ja eigentlich völlig irrational sind. Aber Schuldgefühle in dem Sinne, hätte ich doch mit ihr nach dieser Filmvorführung noch was unternommen, dann wäre das vielleicht gar nicht passiert. Um so ein dramatisches Ereignis zu bewältigen, sind Rituale wichtig. Die Gemeinschaft spielt eine wichtige Rolle, der Rückhalt und der Austausch mit den Eltern oder Freunden. Was man in solchem Fall machen kann, ist natürlich zuhören, ist ganz, ganz wichtig. Was auch wichtig ist in der Reaktion, in der Verarbeitung von solch einem Ereignis, dass man wirklich alle Gefühle zulässt, die dann auch aufkommen nach dieser ersten Schockphase. Also nicht nur Trauer, sondern eben auch zum Teil Wut und Hass auf den Mörder und so weiter. Und da können natürlich Psychologen unterstützend wirken, indem sie ermutigen, diese Gefühle auch zu äußern. Auf dem Campus wird die schmerzliche Erinnerung in einigen Wochen verblassen. Familie und Freunde wird sie nie wieder loslassen.